Hallo und seid ganz herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video wollen wir eine Challenge starten, zwar die Forever Alone Challenge. Und wir starten direkt mit Hooper, denn Hooper hat jetzt endlich seine Prison Battle. Was bedeutet, Statuseffekte kennen ihm jetzt nicht zu anderen, ist leider nur auf plus 3. Aber ab plus 3 funktioniert ja dieser Effekt. Wir starten direkt Monster League. Wenn ihr andere Pokémon sehen wollt, einfach in die Kommentare packen oder mir auf Facebook schreiben, whatever. Wir starten jetzt einfach mal mit Hooper. Eben wie gesagt, weil es gerade die Prison Battle hat. Und das bedeutet wirklich Forever Alone. Wir können hier Medaille nehmen, wir können Barry nehmen, wir können Field nehmen. War kein Supporter erstmal. Und auch sonst keine Pokémon. Ich habe auch schon überlegt, Supporter, aber dann müssen wir uns dann einen raussuchen, den wir immer nehmen. Wir könnten zum Beispiel Regigigas nehmen. Obwohl, machen wir einfach mal mit Regigigas, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann schauen wir doch einfach mal, denn jetzt Pokémon wie Milouette oder Tondorus, auch wenn es das hier nicht mehr gibt, können wir jetzt getrost wie sagt man so schön, am Arsch vorbeigehen. Denn ab jetzt kann ich nicht mehr, genau jetzt kann ich nicht mehr gestunt werden, jetzt Debuffs wirken nicht mehr, ab jetzt geht's richtig ab. Wir haben 3 Millionen Power, wenn wir nur Hooper mit Regigigas nehmen. Und es läuft ganz gut. Leider, wie gesagt, Prison Battle auf plus 3 gerade mal. Also, bis wir sie auf 2 Star haben, wird es wahrscheinlich extrem lange noch dauern. Doch sollte jetzt natürlich ein Vent kommen, wo, was weiß ich, für 1000 bekommen wir eine Prison Battle. Dann wäre ich natürlich versucht, da dazu zu schlagen. Auch wenn man sagen muss, mit den 77.000 oder mit den 74.000 Dias. Wenn eine Prison Battle 1000 kostet, würden wir es nicht schaffen. Also das ist schon krass. Oh mein Gott. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen und ihr seht das ja auch mit der Prison Battle plus 3 kommen wir hier ganz gut klar. Vor allem hier in der Monster League, ab jetzt können wir ja die ganze Zeit mit unserer Ulti starten. Jo. Ich glaube mal mit Hooper kommen wir so bis ins 6. Ja wohl bis ins 7. Es kommt natürlich auf die Gegner an, aber so mindestens 7. Stufe, vielleicht sogar noch ein bisschen höher kommen wir. Kommt darauf an, wie viel wir aushalten. Momentan unser Hooper, ihr seht es hier, vergleichsweise hohen Special Attack Werten im Vergleich zu den anderen Attributen. Speed Wert ist auch relativ hoch mit 20.000, die Verteidigungen mit 111.000 und das ist eben auch unser Problem. Denn ja, Special Attack Wert ist in Ordnung, damit kommen wir weit. Speed, ja, geht noch ein bisschen mehr, aber damit kommen wir auch ganz gut klar. Nur leider sind halt die Verteidigungen noch nicht hoch oder auch die Leben. Unser Field ist momentan auf Stufe 19, glaube ich. Also da können wir jetzt auch noch ein bisschen was schaffen. Hehehe. Ja, das ist natürlich mein Ziel. Speedwert auf plus 1000, Special Attack Wert auf plus 1000 und dann einfach jeden Gegner hier drin einfach mit der Ulti rasieren. So wie im Battle Tower. Das wäre schon richtig nice. Und wir haben es ja gesehen, plus 100% im Battle Tower. Also wir bräuchten so einen 300.000er Special Attack Wert. Und ich denke, das ist im Rahmen. Das ist möglich. Okay, nächstes Lied. Ich habe nämlich außerdem noch auf Wiederholen gehabt. Aber jetzt die ganze Zeit hier Fingertips und Kingsmill will ich jetzt nicht unbedingt hören. So, aber bis jetzt zeigt sich wieder die One-Hit-Ulti. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Gerade noch im richtigen Moment gemutet. Ne, da sieht man jetzt hier Hubbards mit der Power wieder ein bisschen. Ich würde sagen, flupp. Wir ziehen uns mal zurück, damit die ihre Ultis raushauen können. Okay, dann hat nur Arceus. So, jetzt kommt das Field. Die nerven mich, deswegen komme ich jetzt hier mit der Ulti. Sehr schön.
Ja, schon interessant, bei 6,4 Millionen wird's eng. Manche besiegen wir damit, manche nicht. Also es kommt wirklich hier immer noch auf den Verteidigungswert der Gegner an. Also ein bisschen was brauchen wir noch bei unserem Hooper. Ein klein wenig. Und hier sieht man jetzt wieder ein großes Problem, und zwar die Verteidigung. So, wir sind unser Shadow Assault, jetzt können wir die Ulti raushauen, damit uns die Guardian Spirits nicht nerven. Wir müssen jetzt unbedingt hier einen von denen loswerden, bevor sie uns noch mehr auf den Sack gehen. Einfach krass, wie häufig man die Ulti triggern kann. Das ist abnormal. Hier, schon wieder die Ulti, bam bam. Einfach nur durch ein paar Hidden Skills, das ist richtig krass. Da bin ich vor allem gespannt, wer wird es weiter schaffen? Unser Hooper mit ungefähr 700.000, vielleicht 800.000 Power weniger als Arceus oder Arceus. Denn theoretisch, Hooper hat diese One-Hit-Ulti extreme Power. Doch vielleicht zeigt sich ja, dass Arceus noch besser ist. Okay, wie gesagt, es hat um die 700.000 Power mehr. Also würde es hier gewinnen, würde es mich nicht wundern. Hat auch mich zu nerven. Wir müssen jetzt gleich selber loswerden. Und wir sind down. Also bei Milady 8 Billion Power hat's, ja, hat's aufgehört. Weiter haben wir es nicht geschafft. Hätten wir, also ich sag mal so, es war wahrscheinlich auch vom Glück abhängig, hätten wir ein bisschen anders angreifen können. Hätten wir mehr ausführen können. Wir sind, ihr seht jetzt links unten, League Progress 9 von 15. Also bis wir hier alles durch haben, müssen wir wahrscheinlich die Prison Battle noch ein bisschen aufleveln, noch ein bisschen Attribute und so weiter und so fort. Aber ja, 9 Level, mal schauen. Arceus werde ich auf jeden Fall noch testen, vielleicht auch noch Rayquaza. Bei Rayquaza bin ich gespannt, das hat enorme Power, aber aufgrund seines Drachentyps ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann.